Hallo und herzlich willkommen zum ersten Fenster des Arbeitsblattes der Polynomdivision. Was du zuvor schon wissen solltest, ist, wie man multipliziert, aber auch, wie man durch eine einstellige Zahl dividiert. In diesem Video werden wir uns damit beschäftigen, dass wir eine Zahl durch eine zweistellige Zahl dividieren. Wir haben hier die Zahl 2820 dividiert durch 12. Hier nun ein Arbeitsauftrag. Probiere nun doch selbst die Division zu machen. Pausiere dafür kurz das Video, nimm dir einen Zettel zur Hand und probiere es. Gut, wie oft geht nun die 12 in den ersten beiden Zahlen 28? Zweimal. Denn 2 mal 12 ist 24 und 4 weitere machen 28. Als nächstes schreiben wir diese 2 herunter. Wie oft geht nun die 12 in 42? Dreimal. Denn 3 mal 12 ist 36 und 6 weitere ergibt 42. Wir schreiben die 0 herab. Wie oft geht die 12 nun in 60? 5 mal, denn 5 mal 12 ergibt 60 und wir haben 0 Rest. Besprechen wir es doch noch einmal zum Schluss durch. Als Kind hast du vielleicht so oder so ähnlich diese schriftliche Division gelernt. Als erstes schauen wir, wie oft die 12 in 28 geht. 2 mal. 2 mal 12 ist 24 und wir haben 4 Rest, die 2 wird heruntergeschrieben. Schritt 2, wie oft geht 12 in 42? 3 mal und wir haben 6 Rest, die 0 kommt herab. Wie oft geht die 12 in 60? 5 mal und wir haben 0 Rest. Das ist nun ein Beispiel gewesen für eine Division durch eine zweistellige Zahl ohne Rest. Vielleicht magst du nun eine weitere Zahl mal durch eine zweistellige Zahl dividieren und es weiter versuchen. Ansonsten werden wir uns im nächsten Video mit einer ähnlichen Division noch einmal genauer beschäftigen, um so den Algorithmus uns noch näher beizubringen, weil wir diesen auch dann bei der Polynomdivision benötigen werden.